Die Kleinen bestaunten die Großen bewunderten die Kleinen. Neujahrsspringen in Oberwiesenthal. 30 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren versuchten sich an der 4-Meter-Schanze, Auftakt zur Kids Jump on Snow Tour. Nebenan live das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee aus Garmisch-Partenkirchen. Nachwuchsgewinnung nennt das der Regionaltrainer Erzgebirge Achim Schale. Oh, ein bisschen skifahrerisches Talent, Lust am Schneesport überhaupt und ansonsten, sage ich mal, ein bisschen eher die Draufgänger suchen wir. Ich finde es auch ganz toll, weil ich hätte nie erwartet, dass unsere Kleinen hier schon so weit springen können. Ja? Total klasse. Ja, jetzt muss ich auch mal wieder gucken, entschuldigen Sie bitte. Wenn man bedenkt, dass er gerade erst hier angefangen hat zu Skifahren, ist das einfach klasse. Ja? Und dann springen die ja 3-4 Meter weit. Total, total faszinierend. Wir finden das ganz große Klasse, dass hier die Jugendlichen und sportbegeisterten Kinder an dieses wunderbare Sportergebnis oder Sportereignis rangeführt werden. Gerade bei diesen wunderbaren Bedingungen, bei diesem tollen Publikum müssen wir wirklich sagen, ist eine ganz gelungene Aktion. Eigentlich sollen die Kinder Spaß haben und wir wollen nebenbei darauf aufmerksam machen, dass in den Vereinen hier im Erzgebirge Skispringen auch angeboten wird als Ausbildung. Ein paar Nachwuchstouren haben wir schon in den letzten Jahren. Also es könnten ein paar mehr Kinder sich dem Sport widmen. Echte Sportler geben nicht so schnell auf und werden schließlich am Ende dafür belohnt. Mir macht daran Spaß, damit man weit springen kann und einen Luftwiderstand mal spürt. Ja, der Richard Freitag, weil er ein sehr guter Springer ist. Der hat auch hier im Erzgebirge mit dem Skispringen angefangen und hofft als Neuling bei der Vierschanzentournee auf einen vorderen Platz. Wer in den Leistungssport will und das Zeug dazu hat, da brauchen wir bloß da nach oben gucken. Der kann hier am Bundesstützpunkt auf der Eliteschule des Wintersports seine Sportart ausüben. Und da ist auch Skispringen dabei. Und da haben wir auch ein paar hoffnungsvolle Talente. Vielleicht wird bei der Kids Jump on Snow Tour der nächste Floh vom Fichtelberg entdeckt.